Willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video werde ich euch ein neues Tutorial für einen neuen Blog zeigen. Der eine oder andere kann sich vielleicht erinnern, dass wir im letzten Blog-Tutorial diese eine Tür erstellt haben. Aber dieses Tutorial handelt nicht um Türen, sondern um Schränke bzw. Truhenblöcke. Ich habe schon mal einen erstellt und werde ihn euch jetzt nun vorführen. Ihr seht, es sieht aus wie eine ganz normale Kiste. Und man kann auch in die Kiste reingehen und ich habe extra hier Slots angepasst, wie ich sie möchte. Und ich kann auch ganz normal Items hinzufügen, wie ich will. Und auch nach dem Zerstören der Kiste werden alle Items gedroppt. Und nun werde ich euch erklären, wie ihr das Ganze erstellen könnt. Das erste, was ihr für den Truhenblock benötigt, ist der Block. Dafür geht ihr oben auf das grüne Plus und auf Block. Hier wählt ihr einen Namen. Ich nehme Schrank. Hier müssen wir eine Textur für den Block wählen. Dafür klicke ich einmal auf Back und auf Import Texture. Dann importiere ich die gewählten Texturen meines Blockes. Nun wähle ich die Textur überall aus. Da ich ja ein Modell verwende und keine richtigen Texturen für die Truhe habe, nehme ich einfach irgendeine Textur. Ihr müsst natürlich dafür eine Textur für die vordere Seite, für die hintere Seite, für die rechte und linke Seite, für oben und unten wählen. Nun füge ich aber das Modell hinzu, was ich eigentlich verwenden wollte. Dazu klicke ich hier oben auf Import JSON 3D Modell. Einmal drauf klicken und nun suche ich die JSON-Datei. Hier wähle ich meine JSON-Datei. Hier muss ich angeben, welche Texturen für das Modell verwendet werden. Dazu klicke ich einmal drauf und ihr seht, ich habe nur eine Textur. Dafür importiere ich wieder Texturen. Ich habe jetzt eine Reihe von Texturen hinzugefügt und werde sie nun verwenden. Nachdem ich meine Texturen für das Modell angewandt habe, klicke ich auf Save Mappings. Dann klicke ich auf Block Modell und öffne die Liste. Dann könnt ihr euren Block, also das Modell des Blockes, sehen. Das wähle ich aus und ihr seht, es wird nur noch eine Textur angezeigt. Diese Textur ist ein Platzhalter und wird im Spiel nicht angezeigt. Hier könnt ihr noch die Größe eures Blocks ändern, aber da ich einen ganz normalen Block habe, belasse ich es dabei. Ihr könnt noch die Properties, also die ganzen Einstellungen, ändern. Dazu wähle ich bei Rock Wood, bei Ground Wood und ja, das war's eigentlich. Hier könnt ihr noch viel mehr einstellen. Und hier werden wir später das Inventar des Blocks hinzufügen. Jetzt könnt ihr bei Generation den Block Stone entfernen und das Modell speichern. Jetzt benötigen wir das GUI, das Graphic User Interface. Dazu klicken wir auf das grüne Plus und auf GUI. Dies nenne ich Schrank-GUI. Ihr seht, dieses Fenster ist erschienen. Diese Fenster wähle ich hier oben aus bei GUI Type, GUI with Slots. Dann entsteht das Inventar. Nun muss ich meine ganzen Inventory Slots hinzufügen. Dazu klicke ich auf Input Slot. Hier könnt ihr noch die Farbe eures Slots wählen. Ich lasse es bei dem normalen Default Farbe. Und ihr klickt auf Save Slot. Dann könnt ihr den Slot platzieren. Da ich es in einer ordentlichen Reihenfolge haben will, klicke ich unten auf Snap Component on the Grip. Ihr seht, ein Gitter entsteht und nun kann ich es viel einfacher platzieren. Dies tut ihr jetzt so oft und angeordnet, wie ihr wollt. Nachdem ich das ganze GUI erstellt habe, speichere ich es ab.
Nachdem alles gespeichert hat, öffne ich wieder meinen Schrank. Dann gehe ich auf Tile Entity. Hier klicke ich oben auf dieses Kästchen. Hier bei Bind this block to GUI wähle ich mein GUI aus, also Schrank GUI. Hier muss ich einstellen, wie viele Slots das GUI hat. In meinem Fall sind es 27 Slots. Hier könnt ihr noch die Itemgröße eines Stacks einstellen. Ich belasse es bei dem normalen Default 64. Wichtig, ich habe einen Fehler gemacht. Ihr müsst noch dieses Kästchen aktivieren. Das Kästchen bewirkt, dass wenn ihr auf den Schrank einen Rechtsklick ausführt, sich auch das GUI öffnet. Dazu klicke ich einmal auf das Enable und speichere das Projekt. Nachdem ich die Welt geladen habe, gehe ich in das Inventar und hole den Block. Nun kann ich den Block platzieren und testen. Ihr seht, der Block wird nicht richtig angezeigt, sondern verdreht. Das liegt daran, da ich das Modell schon falsch erstellt habe. Dies werde ich aber ändern und ihr könnt natürlich auch das Modell in meinem Google Drive Ordner runterladen. Wenn ihr jetzt einen Rechtsklick auf den Block ausführt, öffnet sich das Inventar. Wenn ihr den Block zerstört, wird alles gedroppt, wie eine normale Kiste. Und das war es jetzt von meiner Seite aus und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr lasst natürlich ein Like da, weil das ist natürlich wichtig, damit ihr auch seht, dass es euch gefallen hat und hilfreich war. Es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lässt. Und das ist von meiner Seite aus und wir sehen uns dann beim nächsten Video.